Gut, ich darf euch begrüßen zur Pressekonferenz und ohne Umschweife gebe ich direkt das Wort an unsere Gäste. Ja, schönen guten Tag. Schön, wieder mal nach Hamburg gekommen zu sein, nach so vielen Jahren. Erstmal mit Eisbach Padera, heute mal wieder gegen Frank. Aber das Spiel, erste Halbzeit, denke ich mal, kein besonders gutes Spiel in der ersten Halbzeit, wo dann Hamburg auch verdient gewonnen hat. Also aktiver waren, besser agiert haben, Zweikampf ein bisschen griffiger waren. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir sehr, sehr gut dagegen gehalten. Das Spiel hätte auch 3-4 oder 3-5 ausgehen können oder 4-4 oder 5-4. Also die Heimmannschaft hätte damit jeder gewinnen können. Meine Mannschaft, ein Kompliment, hat bis zum Schluss gefightet, das Spiel noch Abstieg. Das war okay, wenn man so einen Gegner einen Punkt zu holen, ist eine gute Sache. Auch wenn es vielleicht uns an den Konkurrenz ein bisschen näher dran bringt, aber da müssen wir nächste Woche nachlegen. Das war es eigentlich von mir. Ich wünsche Salvo viel Erfolg und wir sehen uns ja dann im nächsten Jahr.